Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden jetzt zum Schweinestall fahren. Ja. Und mal schauen, ob wir schon ein paar schlachtreibe Schweine da haben. Müsste alles weit sein. Ja, haben wir kurz wegklicken. Achso, das ist ein Bein, und soll ich ein Kabel runter? So, nochmal von vorne. Anführungszeichen. Wir hängen die erstmal ab. Das hinten. Hinten dort nicht abhängen werden. Vorne. Okay. So. Nee. Reich für die Rente. So. Wo ist er? Gut, der globale Marktfahrer klappt. Das klappt ganz gut, dass der jetzt den Weizen vom globalen Markt rausfährt Richtung zu meinem Hauptlager. Oh, hier wird, nachts noch nicht, das ist 15 Uhr. Ist halt Winter, ne? So, nun aber. Und jetzt fahren wir Richtung, wenn ich gerade überhaupt fährt, ja, müssen wir weiterfahren. Richtung Schweinehof und werden da die Schweine mal gucken am Stall, ob da welche sind zum Einladen. Müsste alles schon soweit sein. In der letzten Aufnahme-Session habe ich ein paar gesehen, die das nötige Gewicht schon haben, und wir werden jetzt mal kurz hinfahren und den Anhänger holen und werden zumindest eine Ladung voll machen und voll machen. Indessen wird noch Karton produziert, den werden wir dann näher im Anschluss zur Brauerei fahre ich schon sagen, zur Molkerei fahren und da abliefern, damit wir im Prinzip ein paar Milchprodukte herstellen können. Beziehungsweise verladen, ne? So, Schweine, mal gucken. Das war der andere hier. Hier links ist ja der Stall mit den Muttertieren. Da müssten wir höchstens 'Rege holen, die wir jetzt hier in den Ferkel einbringen würden. Aber ist noch nicht so weit. Wir sind nicht so eilig. Wir werden mal einen Schwung reinbringen. So. 80 Kilo ist so leicht. Also 0,4 Jahre alt sollten sie schon sein. So, das sind die ersten Kandidaten. Also hier ab 0,4. Knapp 100 Kilogramm, das ist okay. So, 0,4. Ich möchte ja, dass wir etwas dickere Bocken bei. Ja, 11. 0,6 ist schon gefährlich, dass Richtung eigener Nachwuchs geht, ne? Und das würde ich ja eigentlich vermeiden. Aber wird nicht mehr klappen. So, und hier darauf achten, das sind noch gute Tiere bei 0,5, ja. Dann wird es nämlich Zeit. 0,5 wird es eigentlich Zeit, dass sie dann wegkommen, ne? So, dann wird noch mehr sein. Und wir können noch eine Fuhre fahren. So, eine Fuhre noch. Einmal Schweine bitte hin zum Schlachthof. Und doch mehr, wie ich dachte. Okay. Aber das macht nichts. Alles Kohle, ne? Dann kann der Schlachthof dann alle Ruhe Tiere verarbeiten. Zu Wurst und zu Fleisch und zu Leder. Und das können wir dann alle Ruhe mal verkaufen. Ende des Winters haben wir schön verkaufen. Oder im Frühling. Dann, wir haben ja die Auszeit im Prinzip erledigt, mehr oder weniger, außer Hopfen. Hopfen kommt ja auch noch. Von dem Geld, was wir jetzt hier verdienen, von der Produktion, da werden wir über den Bahnhof fahren. Über den Bahnhof, ja. Dann fahren wir hier links. Die Lichter sind ungünstig, ne? Hätte die wir hingestellt.
Hier muss ich ein bisschen Terraforming machen, das ist ja auch nichts, das kann bei Gelegenheit mal gemacht werden. Bei Gelegenheit ist gut, ne? Die Zeit. So, Richtung Bahnhof. Und schauen wir mal, ob wir Tiere gleich abgeben können. Und dann fahren wir noch einmal Tiere. Und alles Aufgaben, die wir im Autodreif nicht machen können, müssen wir machen. Beziehungsweise wenn wir zu riskant. Das ist ja nicht Autodreif-freundlich gesetzt, die Punkte. Hier sind genug Kartons. So. Da müssen wir hin. Hier gibt es keine Corona-Fälle. Hier wird gearbeitet. Hier wird nicht getestet. So, da sind sie drin, die Tiere, die guten. Freuen sich. Ah, eine Reise. Ist lauter Zeit, ne? So, naja. So laufen Dinge halt, ne? Wäre ja einfacher, wenn wir uns verstecklos ernähren, mit Strom rein und wieder aufladen, Akku. Wäre auch nicht schlecht. Und wäre es einfacher, ne? Aber dann beklagen sich wieder andere, dass wir Tiere aussterben, weil keiner mehr die Tiere hält. Ne? Das ist ja eine verkehrte Welt. Und wir haben auch noch einen Deichsel. Sollen wir mal Gelegenheit verkaufen? Brauchen wir nicht. So, ab zum nächsten. Ja, Schweine holen, ne? Die kleinen dicken Bobbys. So schön. Vollgas. Da sind wir da. So. Die 0,3 nicht, die kommen nächstes Mal dran. Ab 0,4 geht's ab. 0,5. Muss ich nur gucken, dass da keine Junge bei sind. 0,4 ist okay. Also 98 Kilogramm ist vollkommen in Ordnung. 106. Jetzt wird mir schon zu leicht. 0,3. 0,2. Das ist bei einem großen Stall ein bisschen schwieriger zu machen, zu handeln. Also beim kleinen Stall ist es okay, der Stall, der ist voll. Aber zum Füttern ist halt besser, man hat nur zwei Ställe. So, okay, mehr gibt nicht. Nicht ganz so voll wie der andere, aber gut. Aber hier 0,3 mit knapp 80 Kilogramm ist auch zu wenig normalerweise. Sie können ja noch ein Ingame-Tag hier bleiben, ne? Und dran denken, 6 Tage pro Jahreszeit. Ein Schwein ungefähr würde hoch 3/4 Jahr brauchen zur vollen Wachstumsgröße, ne? Zum Schlachtreifenstatus. Mit einfachem Futter, weil heutige Futter zu haben, ist halt meistens noch treibend, also energiereich und so, ne? Geht es ein bisschen schneller, obwohl es besser ist. Schwein wächst langsamer. Ist fürs Fleisch besser. Man wollte ihn alle schnell. Maximal an Futter. Eiweißhaltig. Die Tiere wachsen schneller. Und auch anders gezüchtet. Wieder verkehrt gefahren. Junge, machst du heute los? Eine Abfahrt zu früh. Mit dieser hohle Gasse musst du fahren. Dass hier kein Graben ist.
So, dann wir noch hin zum Sägewerk. Quatsch. Zum Kartonwerk hier, oder Papier. Die Jungs brauchen noch eine Lieferung. Oh, da war die Karte vom Dachrinne weg. Das ist ja nicht gut, ne? So. Ich dachte, ich wäre bei einem anderen LKW gewesen. Noch nicht erreicht gekommen. Ne, wir da gerade gefahren. Die hängen mich hier auf, hier die der Verantwortliche hier. Na doch, hätte ich einen auch noch nehmen können, ne? Gut, jetzt haben wir abgeliefert. Schauen wir gleich mal nach. Schwein. Sieht gut aus. Hier ist es egal, wie schwer Schweine sind. So, Leerpalette haben wir noch genug. Wurst 20.000, Fleisch 41, Leder. Gut, das dauert ein bisschen. Man kann ja über Nacht ein bisschen arbeiten bis morgen. Wenn wir mal Zeit haben, können wir dann schnell mal verkaufen. So, dann fahren wir jetzt zurück zum... Ja, bei den Kühen stellen wir hin. Ich habe da das Gefühl, dass auch noch ein paar Kühe umgestaltet werden müssen bei Gelegenheit. Und dann fahren wir dann gleich mal hin zur Kartoffelfabrik. Das machen wir auch dann gleich im Anschluss. Das ist auch die Folge, dass wir hinkriegen. Dass die Brauer, die Molkerei ihre Kartons kriegt, ne? So, dann werden wir sicher mal bald ein Holz ranmachen müssen. Wir brauchen Holz für Hackschnitzel. Wir brauchen Holz für Leerpaletten. Also was. So, unser Fahrzeug für Paletten ist schon beim Werk, Kartonwerk, Papierwerk, was das Ding heißt, ne? Schauen wir hier links hin. Die Düse mal gleich dahin, ne? Der andere fährt noch mit. Oh, der ist glaube ich fertig. Oh. Beziehungsweise muss das voll sein, das Lager. Das Blocking. Können wir uns gleich tun. Wo steht der? Sehe nichts. Gut, dann machen wir nachher. Erstmal fahren wir schnell zum Papierfabrik. Schwere Geburt. Machen wir Licht anmachen, ne? Na gut, viel mehr sehen wir auch nicht. Oder besser wie nichts. Mal schauen, was wir in der Zeit produziert haben, in der kurzen Zeit. Könnt ihr noch Stroh herfahren, einen Haufen vom globalen Markt. Das können wir auch noch machen. So. Das werden wir auch tun. Aber die arbeiten noch voll. Muss ich mal sehen, dass ich in Thüringen, sobald da der Winter anfängt, beziehungsweise bevor wir umziehen können, ne? Das können wir noch locker machen, ne? Im Wald bisschen. Wir haben Holz da. So, wo kann ich hier da sein, ne? So, Karton. Ah, immerhin, ne? Auch wenn zu drei sind, kann man den Wegproduktion beginnen. Denn sobald wir nachts ein bisschen schlafen, über Nacht, wird sicherlich mal richtig jemand schon auf umstellen, ne?
So, es knallen mit Dinger voll. Runde 3. Ab hier. Cool. Deckel zu. Jetzt fahren wir schön hin zur Molkerei. Dann kann die an die arbeiten. Zumindest anfangen. Und morgen werden wir entsprechend Kartons liefern. Nächster Schwung. Morgen. Hingeben. Und dann haben die erstmal genug. Dann können wir nochmal Milch hinfahren. Da haben wir auch genug von dem Zeug. Das ist der Wahnsinn. Mit 250 Kühe und so einen leistungsstarken Tiere. Ich wollte gerade im Verkehr, sind doch richtig. Passen wir da überhaupt rein, Junge? Ist das so zu klein aus? Das sieht sehr eng aus. So, hier vorne war gewesen. Ja, gute Frage, ne? Läppel, ne? Das wird lustig. Da wird durcheinander. Macht nichts. Dann laden wir wieder auf. So. Mal ein bisschen. Siehst du, geht doch. So, Papier war draußen gewesen. Ah, stimmt ja. Und hier kriegen wir die Ware raus. Ein langer LKW hier. Oh, da steht im Weg der Kollege. Schnürschuh. Mach mal Platz bitte. Du weißt nicht, Schnürschuh. Heißt du anders? Anders, genau. Einmal anders, bitte. So. Ups. Wir sind weit weg von der. Müssen wir wissen, weil da links. Wir haben genau den Punkt schön markiert, da kann man gut sehen. Brauchen wir nicht suchen. So. Das wäre das. So, ein Stückchen vor noch. Dann wieder pausieren und weg. Ah, oh, schön aussieht. Müssen nur Alufolie haben, ne? Für die Kartons, ne? Kartons ist zu wenig, aber gut. Wird reichen müssen. So, mal schauen wir gleich hier. Karton, ja, siehst du. Dann haben wir noch 70.000 Milch, dann wollen wir Milch holen und gleich einen Schwung. Aber nicht mehr heute in der Folge. Ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ne? Morgen geht's weiter hier. Jetzt haben wir zwei LKWs hier, ne? Ja, morgen geht's weiter hier auf dem Marsch. Und mal sehen, ob wir das wieder im Hellen starten, ne? Dann mal tschüss, ciao. Jo. Bis dann, ne? Tschüss.